Einen wunderschönen guten Morgen aus G7 Partenkirchen. Ich befinde mich hier am Josefsplatz. Da haben Sie geschaut. Neben dem Marienplatz hier wird eine große Demonstration stattfinden. Richtig. Warum? Es wurde ja uns versprochen, kein Zaun wird um Elmau gebaut. Nein, was kam? Der Zaun. Was kam? Der Zaun. Richtig. Wie viel Polizisten sind in Garmisch-Partenkirchen? Zuerst waren es 10.000, 15.000, jetzt spricht man von 25.000. Ja, ist ja gar kein Problem. Ich meine, Garmisch hat ja Kapazitäten. Gell? Da haben sie geschaut. Nur man hat sich nicht die Frage gestellt, wo sollen denn unsere Demonstranten irgendwo schlafen oder nächtigen. Gell? Da haben sie geschaut. Natürlich, Frau Meierhofer, unsere Bürgermeisterin, war ja früher aktive Demonstrantin, aber die war bloß immer auf einer Demonstration, also nicht zweitägig. Richtig. Naja, man spricht ja eh von friedlichen Demonstranten. Richtig. Deswegen ja auch die 25.000 Polizisten. Und es werden immer mehr. Richtig. Zu den Kosten, Millionen. 136 Millionen. Blödsinn. 136 Millionen. Blödsinn. Blödsinn. Allein wenn man die Gehälter hochrechnet, allein der Zaun. Blödsinn. Alles Wahnsinn. Warum? Ich schätze mal 350 Millionen. Richtig. Aber die Frage, die mir keiner beantworten kann, warum treffen sich denn unsere sieben wichtigsten Menschen der Welt nicht einfach auf einem Flugzeugträger? Warum muss in Garmisch-Partenkirchen sein? Ganz tolle Geschichte. Und ich muss aber auch eins sagen, die Polizisten sind sehr, sehr nett und freundlich. Gestern bin ich mit einem Wiesbadener Transporter rumgefahren. Ich wurde nicht einmal kontrolliert. Ich rede von einem Transporter. Blödsinn. Da hätten ja Bomben drin sein können. Blödsinn. Alles. Ich wurde nicht kontrolliert. Richtig. Aber als ich auf dem Weg zum Camp war, zum nicht vorhandenen Demonstrantencamp, wurde ich sogar mal kurz kontrolliert. Von sehr, sehr freundlichen Personen. G7 Gewinnspiel. Blödsinn. Garmisch-Partenkirchen 7 Gewinnspiel. Wie viel kostet der G7 dem Steuerzahler? 158 Millionen. Blödsinn. 2,80 Euro. Blödsinn. Ich glaube über 300 Millionen. Richtig. Kommen unsere hochkopferten, lieben, netten, überaus durchschnittlich, gebildeten, sieben hochkarätigen Menschen zu einem Entschluss? Blödsinn. Kurz gesagt, G7. Ja, da haben sie geschaut. Für mich fährt jetzt gerade das gefühlte 1700. Polizeiauto vorbei. Ja, da haben sie geschaut. Wir haben das letzte Mal gestoppt. In Garmisch kann man sitzen, egal wo, 2 Minuten, ohne dass man ein Polizeiauto sieht. Ja, da haben sie geschaut. Ich freue mich auf morgen. Morgen ist ein neuer Tag und ich bin gespannt, was ich euch da zu erzählen habe.